So spät, schon so spät, wo bleibt sie? Du wartest und wartest, sie kommt nicht. Nein, nein, nein. Gott, bist du hässlich. Schon so spät. Wo bleibt sie? Du wartest und wartest. Sie kommt nicht. Nein. 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 Hörst du es? Du hörst es. Nicht wahr? Ja. Sie lachen. Und wie sie lachen. Er lacht dich aus. Sie lacht dich aus. Du bist eine jämmerliche Witzfigur. Ein Idiot. Und wer ist schuld? Du! Wichser! Dummer Wichser. Hörst du, wie sie lachen? Schwuchtel! Schwuchtel! Na, du? Was willst du hören? Hä? Willst du vielleicht das hier hören? Macht's nämlich besser. Besser als du. Tausendmal steckt er ihn rein und wieder raus. Ja, er macht's besser als du. Seiner ist auch viel größer. Du musst sie töten. Töte die Schlampe. Er hat einen viel zu großen, fetten Schwanz. Schneid ihn ab. Zack und zack. Schnipp, schnapp und ab. Er besorgt es ihr richtig. Oh ja, er ist ein richtiger Hengst, ein Mann. Und du? Du Schlappschwanz. Schlapp. Schwanz! Hast du schon ein Geschenk? Hallo, jemand da? Jemand da? Geschenk schon da? Sie kommt. Heute Morgen hat deine Mama Geburtstag. Wichser! Ja, du bist dran schuld. Schuldig. Nein, schuldig. Der Sohnemann schuldig. Ist ja blank. Dass sie sprang. Na, schau mal, wer da ist. Wie vergnügt sie ausschaut. Herrlich, frag sie. Hey. Frag sie doch, wenn du ein Mann bist. Frag! Wo warst du? Bei einer Freundin. Hab ich dir doch gesagt. Scheiß! Scheiß, du warst bei... Bei wem? Bei wem? Wie lange fickst du ihn schon, hä? Wie lange? Na komm, sag schon, hä? Lass mich. Ich dachte, ich würde nichts merken. Lass mich in Ruhe, du hast deine Tabletten nicht genommen. Ich brauch sie nicht. Sie machen müde, ich brauch sie nicht. Dein Handy. Na komm, gib schon. Dein Handy. Nein, lass mich. Sie will nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie denkt, du bist verrückt, völlig durchgedreht, von allen Sinn verlassen. Verpiss dich. Verrückt, völlig durchgedreht, von allen Sinn verlassen.
Wer ist der Kerl? Was will der Schwanz? Verfolgt uns seit heute Morgen. Weiß er vielleicht, dass du ein CIA-Agent bist? Hey, weiß er es? Hast du es ihm gesagt? Ganz klar. Es ist kein Zufall, kein Zufall. Pass auf. Muss schneller gehen. Gut. Gut, sehr gut. Ausgezeichnet. Häng ihn ab. So ein verdammten Fixer. Sieh dir seine Fresse an. Der Typ ist Arzthelfer. Und die Tabletten? Hast du an die Tabletten gedacht? Scheiß drauf! Morgen stürzen wir uns aus dem Fenster. Wie deine kranke Mutter. Oh ja, das du bist dran schuld. Schuldig, 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 dass sie sprang. Wir haben die weißen Gardinen. Den sind wir los, Kumpel. Du hast mit angsterfüllten Augen zugeschaut. Deine Mutter war schwer krank. Sie war krank. Am Verrecken. Und du hast mit angsterfüllten Augen zugeschaut. Dass du sie immer da verfehlst, wo ihre Blicke dich suchen. Sie sucht dich. Geh zu ihr und vergiss deine Welt. Vergiss alles. Morgen, Frühstück bei Stefano. 8:30 Uhr.